Ja, was ist? Wo ist eigentlich Mama? Ja, wo ist die Mama, wo ist die Mama? Wie oft soll ich das noch sagen? Die ist mit einem Gorilla durchgebrannt, die Alte. Hat Mama einen Gorilla verbrannt? Nein, die Mama ist mit einem Gorilla zusammen. Versteht ihr das nicht? Ah, Mama ist jetzt mit einem Affen zusammen. Ja, richtig. Ah, Papa, du bist jetzt wieder als ein Affe. Du bist witzig, ne, du witzigen Alter. Warte mal. Das ist echt hart, wenn deine Frau mit einem Affen fremd geht. Da, seht ihr? Da schickt mir dieser verdammte Gorilla wieder Bilder von sich und eurer Mutter. So, ihr Spastis, jetzt kommt die fünfte Babysitterin, ne? Verkackt ihr noch einmal, ich flipp komplett aus, habt ihr verstanden? Ist ja gut, solange die kein Gorilla ist. Ja, du bist auch so ein Gorilla, Alter. Hi, komm rein, komm rein. Du weißt, was in der Anzeige drin stand, ne? Das mit meinen Kindern ist so ein schwieriger Fall. Ach, das ist kein Problem, damit bin ich schon vertraut. Okay, okay, perfekt, komm, ich zeig dir die Kinder. So, das sind die Kinder hier. Sag mal hallo. Hallo. Hi. Also, das ist die neue Babysitterin. Ich lasse euch mal jetzt alleine. Ich bin ganz kurz einkaufen. Benimmt euch, ne? So, kommst du klar? Ja, ja, klar. Geh ruhig. Alles klar, bis gleich. Ciao, ciao, Papa. So, Kinder. Hey Puppe, was machst du da? Wie bitte? Das sind keine Puppen, das sind Spielzeuge. Wen? Wen was? Wem das juckt. Das verstehe ich jetzt nicht. Was für Spielzeuge? Sehen wir aus wie Pissblagen? Hä, ist das nicht normal, dass Kinder mit Spielzeugen spielen? Wenn man Realitätsverlust hat, dann ja. Wir haben 2022. Schon mal von TikTok gehört? Ja, wieso? Bring uns lieber eine TikTok-Challenge bei. Also ich glaube nicht, dass TikTok gut für euch ist. Und ich glaube, dass dein Beruf nicht gut für dich ist. Wieso seid ihr so gemein? 100 Euro wollen dir gleich weinen. Meinst du? Ihr seid so schrecklich. Du bist echt gut. Hey, hey, wohin, wohin? Ich kann nicht mehr. Hä? Was ist los? Warte doch mal. Das kann doch nicht wahr sein. Was habt ihr gemacht? Bleib mal ruhig, Papi. Wie, bleib mal ruhig? Was habt ihr mit ihr gemacht? Wir haben gar nichts gemacht. Wie nichts? Das sah aber gerade anders aus. Ich glaube, die war psychisch labil. Ja, toll, Alter. Das war schon die fünfte Babysitterin. Was soll ich jetzt machen? Ich muss jetzt zur Arbeit. Ja, nimm uns mit. Morgen zusammen. Morgen. So, setzt euch hin und benehmt euch, ne? Schon direkt los hier, ey. Ja, hallo? Ja. Er schickt dich hier sofort eine E-Mail. Ja, ich bin gerade im Büro. Ja, genau. Alles klar. Nee, das kriegen wir doch nicht hin. Das ist echt schwierig heute, ja. Na, ihr beiden, alles gut bei euch? 100 Euro, wenn du errätst, wer Papas Esel ist. Schwierig, die sehen beide so aus. Was für ein Esel? Worüber redet ihr? Papa sagt immer zu Hause, einer von euch ist ein dummer Esel. Ach ja, und wer von uns beiden meint er damit? Ein Sammy ist ein dummer Esel. Was? Bist du der Sammy? Ja, also meint er mich damit? Wärt ihr nicht so dämlich, würde Papa nicht mehr über euch so reden. So redet der Papa also über seine Mitarbeiter? Warte mal, bist du nicht der Jordan? Ja, bin ich. Warum? Ah, du bist der stinkende Lebewesen in dieser Firma. Was sagst du? Ich soll stinken? Ja, du Bananenkopf, du stinkst. Oder ist deine Nase kaputt? Ey, das wird mir langsam viel zu viel hier mit dem Chef. Ich bin raus aus dieser Firma. Ich mach dann auch nicht mehr mit. Warte, ich komm mit. Ja, den Porsche hol ich morgen. Uns reicht es jetzt mit ihm. Warte, ich ruf dich zurück. Was ist denn hier los? Wir bleiben keine Minute mehr in dieser Firma. Die Kündigung kommt noch. Und tschüss. Hä, ja, das verstehe ich jetzt. Hallo, was ist denn hier los? So eine Scheiße, ich krieg zu viel. Was habt ihr denn angestellt mit den Mitarbeitern? Erzählt mir immer. Wir haben gar nichts gemacht. Ich glaube, die waren psychisch labil. Ihr spielt doch gerade mit meinem Brot. Ich krieg doch zu viel mit euch. Was soll ich mit euch nur machen? Pass mal auf, ich habe jetzt ein Date, okay? Das Mädchen ist jetzt dort, okay? Macht ihr einmal Scheiße, zieh ich euch die Ohren lang. Habt ihr mich verstanden? Ja. Ja? Ja. Benehmt euch. Ja. Psst, ihr seid lieb, komm. Hey, grüß dich, alles gut? Ja. Alles klar? Das sind meine Kinder hier, ne? Hi. 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 So, komm her, setz dich hin.
Opa, ich muss echt sagen, du hast echt süße Kinder. Ja, ja, genau, die sind süß, ja. Lass mich raten, der Junge ist ein ganz, ganz lieber. Ja, und du hast ein sehr krasses Einschätzungsvermögen, muss ich sagen. Ach, ich weiß, das sagen mir alle. So, guck dich schon mal, was ihr trinken wollt. Ich muss mal kurz für kleine Jungs. So, bleib brav, ich bin nur 2 Minuten weg, hast verstanden? Ja. Ich hab mal eine Frage. Ja, Kleiner? Bist du eine Prosti? Wie bitte? Eine Prosti? Was meinst du denn jetzt damit? Prostis sind Frauen, die das verkaufen. Wow, du meinst jetzt wirklich, dass ich eine Prostituierte bin? Wahnsinn, sie ist aber schlau. Wie kommst du denn bitte auf so eine Sache? Ja, mein Papa hat nur mit Prostis zu tun. Wie sagt er immer so schön? Mit Geld kann man alles kaufen. So etwas sagt der Vater zu seinen Kindern? Wir sind zwar Kinder, aber wenn man uns im Keller einsperrt, wird man schnell erwachsen. Er sperrt euch im Keller ein? Also der Papa sagt, man lernt schnell aus Fehlern. Ja, wir haben viel erlebt. Also ich habe heute viel zu viel gehört. So, habt ihr eure Getränke ausgesucht? Du miese Schwein! Was ist denn los? Was passiert? Was stellst du eigentlich mit deinen Kindern an? Dich sollte man einsperren. Hey, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin fertig mit dir. Ich werde das Jugendamt alarmieren. Was habt ihr Kakerlaken wieder angestellt? Sag mal! Nix, Papa. Ich glaube, die war auch psychisch labil. Der Papa tut mir schon leid. Ja, schon. Hast du nicht ein paar Perlen für ihn? Ich hab immer Perlen. Mach ihn doch eine fertig. Meinst du? Ja. Schuhschnecke, wie geht's? Gut, und dir, Süßer? Ey, komm vorbei, ich brauch dich. Was ist los? Wofür? Mein Vater braucht ein bisschen Liebe. Nein, warum soll ich wegen deinem Vater da hinkommen? Einmal das Gleiche mit dem Weiber. Mein Vater hat viel Geld. Okay, schick mir die Adresse, ich komme. Stark, Bruder.